Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe so einen Hals. Bei mir ist heute Samstag. Ich habe das Video für euch für morgen noch nicht aufgenommen. Das wird hoffentlich jetzt dieses hier werden. Ich habe gerade 2 Stunden an einem Projekt gesessen, was am Ende nicht spielbar war. Ich könnte kotzen. Achso, und du übrigens. Du. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich dich bitten, das zu tun. Probier's einfach mal. Wir tun dir nicht weh. Wir machen Spaß. Und vor allem ist uns auch deine Meinung wichtig. Was können wir ändern? An der Videoqualität? An dem, was wir tun? Ich würde mich unglaublich freuen, dich mit hier begrüßen zu können. Ja, und es gibt mit Sicherheit weitaus Schlimmeres da draußen als uns. So, ich würde mal sagen, wir starten jetzt in dieses Spiel, das da heißt The Building 71 Incident, also der Vorfall im Gebäude 71. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal auf... Nee, Portugiesisch ist schlecht, auf Englisch. Und starten. Ich wünsche euch viel Spaß. The bull from huddle near the old hill, and the crook has been a dream. And the arms of grimly to wit to woe, in the fireflies it will gleam. And the frogs and the owls and the flies on wings, he possessed of a solemn pride. They are all of them asking the self same thing, what's the matter with the moon tonight? Ja, was ist mit dem Mond heute Nacht? Was stimmt mit ihm nicht? Oh! Oh, zwischen 97 und 98. Das wurde das Gebäude 71 an einer Universität im Süden von Brasilien nach einem Gasleck geschlossen. Wie auch immer, während dieser Zeit waren verschiedene Organisationen, also wie heißt denn das in der Kirche? Naja, wie auch immer. Es waren eigenartige Aktivitäten dort in dem Gebäude zu verzeichnen. Ein Mitarbeiter, dessen Identität nicht veröffentlicht ist, entschied sich, dieses Gebäude zu untersuchen und zeichnete einiges dieser Aktivitäten auf. Es endete damit, dass der Mann vermisst wurde. Aber einige Aufnahmen wurden jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gemeinde heißt das. Oder halt, ja, also so wie in dem Fall wahrscheinlich eher Sekte. Okay, oh wow. Wow. Kamera zoom. Rechte Maustaste. Achso, rechte Maustaste, also hilft vielleicht, ne? Ah, okay, wenn ich loslasse, geht's weiter. Okay, gut. Was, was? Open Glove Box? Ah, okay. Jetzt habe ich eine Taschenlampe, die ich wie immer mit F benutzen kann. Okay, kann ich aussteigen? Ja. Oh, wir steigen ein. 7.36 Uhr, also 19.36 Uhr quasi, am 8. August 98, da ich Geburtstag. Am 8.88 bin ich geboren, aber der 8. August, oh mein Gott, das könnte mal ein Spiel werden. Okay, Taschenlampe, wir sind, kann ich rennen und ich kann mich auch ducken, ja. Auch über C, okay. Wir sind da im Computerraum. Oh, man kann die Schränke sogar öffnen. Oh, cool. Bedrückender Sound hier. Kann ich von irgendwas lesen? Nee. Oh, cool, der zoomt von alleine zurück. Okay. So, können wir hier raus? Ja. Hello. Ich weiß ja gar nicht, was wir jetzt hier suchen oder was wir hier finden können.
hier. Also der untersucht jetzt halt hier irgendwelche strangen Aktivitäten, die jetzt hier wohl stattfinden. Von irgendeiner komischen Gemeinde, die sich also wohl in das Gebäude gepackt haben, nachdem es halt geschlossen wurde. Was ist das? Die Toilette? Vor Ort? Pipi. Es ist 10 nach 10, das stimmt leider nicht. Also ist die Uhr wahrscheinlich stehen geblieben. Okay. Ist da irgendwas? Nee. Okay. Das ist ganz cool gemacht. Ich mag ja solche Spiele sonst nicht, wisst ihr ja. Ich stehe ja nicht auf solche Grafik, aber... Ich was trinken? Wahrscheinlich nicht. Das steht wahrscheinlich... Oh. Ah, die örtlichen Klos. Okay, wir haben kein Spiegelbild und wir sind sehr klein, offensichtlich. Boah. Oh, ich kann alles öffnen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich weiß auch gar nicht, welche Art von Spiel das hier ist. Ob das jetzt ein Horror, also in dem Sinne ein Horror-Grusel-Jumpscare-Spiel ist oder nicht. Keine Ahnung. Okay, also hier wurde offensichtlich alles verbarrikadiert. Jede Menge Tonnen, Müll, Geröll. Okay. Noch ein Klo. Oh, es ist zu, okay. Windows 97. Geil, ja, Copyright halt. Windows 97. Oh, die geht auf. Ah ja. Also wurde doch hier als Klopapier benutzt, oder wie? Okay. Oh, da ist ein Zettel. Remember why you're here. Erinnere dich, warum du hier bist. Muss ich ranzoomen, um das zu lesen? Oh, das ist ja anstrengend. Dezember 97. Marcello. Nicht überraschend hat Daniel uns etwas irritiert. Er versteht sehr gut seine Privilegien. Dadurch, dass er in Verbindung mit Claudia steht. Und nutzt sie aus. Aber ich frage dich. Der einfache Fakt, dass er nicht einer von den Auserwählten ist, und das ist ein Fakt, ist nicht genug, um ihn aus der Gruppe zu entfernen? Wir waren niemals auf der gleichen Seite. Normale Leute bei uns mit normalen Leuten mit aufzunehmen. Und du weißt, ich bin dagegen. Und ich weiß, Claudia würde mir zustimmen. Zu guter Letzt, ach so. Wenn sie zu guter Letzt noch bei uns wäre, so. Und Dinge noch schlimmer zu machen, spricht Daniel wohl mit Außenstehenden über unsere Pläne. Und bevor du mich fragst, nein. Er ist nicht gewillt, ein Teil dieser Partizipation zu werden. Also participate in the... Also, ja, wie auch immer. Schwach wie er ist... war es zu erwarten. Ines. Okay. Oh, das ist zu lesen. Das ist mal eine neue Art und Weise. Ist ein bisschen anstrengend, aber es ist gut zu lesen. Das, sowas schätze ich dann unglaublich, ja, dass das trotzdem gut machbar ist. Okay, wir gehen mal weiter. Ich hoffe, ich komme mit den Übersetzungen von mir soweit klar. Was? Okay. Wir sind nicht alleine hier. Hier ist noch ein Raum. Oh. Nicht darauf treten, bitte. Ein Kühlschrank, der läuft noch. Kann man den aufmachen? Oh, ja. Oh, da läuft der, also. Das kann man leider nicht lesen. Hier ist ein... Das Gebäude wurde wegen eines Gaslecks geschlossen, ja. Vielleicht sind hier deshalb so viele verwirrte Anhänger, weil, Oh!
okay, ich habe wohl den Fahrstuhl genommen. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ich weiß es nicht. Ich bin wohl eine Etage höher, so wie es scheint. Ich dachte, da waren Schatten. Schon wieder die Klos. Oh, oh. Oh Gott, glotzt da einer rüber? Nee. Also gut, meine Aufgabe ist ja, to investigate. Das Gebäude. Oh. Das sieht gruselig aus. Ich dachte, das sind Schränke oder sowas. Hm, es wird ja mal... Oh, noch mehr Pipi-Papier. Okay. Was? Was jetzt? Ach du Scheiße. Ich gehe erst. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich guck erstmal, ob es hier noch was anderes gibt. Oh. Oh. Da hat man wohl jemanden zwangsfernsehen lassen. Also so wie es aussieht. Wurde genötigt und blutig geschlagen. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich gebe hier hinten noch was. Ach so, das ist, der Schrank ist zu. Okay. Das ist auch zu. Und hier auch. Na gut. Gehen wir mal zurück. Anscheinend müssen wir da durch dieses Loch in der Wand. Was haben wir denn hier? Vier Leute werden vermisst. 32, okay. Dann sagen wir 32. So. Was ist das hier? Für ein Kult. Kann man den wegschieben? Nee. Oh mein Gott. Ah, nee. Ah, nee, das sind Roben. Leere Roben. Okay. Da ist niemand drin. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte eben, hier stehen Menschen rum. Ich guck mal. Oh. Nächste Etage. Okay. Investigate. Mal gucken. Noch was Spannendes finden. Die Tür geht auf. Die geht auch auf. Okay, wir gehen mal in die andere Richtung. Gucken, ob wir da noch was finden. Lauf, Kumpel, lauf. Schau mal. Ah, nee. Da ist... hier ist zu. Okay. Hier können wir also nicht weiter. Okay, gut. Dann müssen wir da hinten rein. Welcher Raum fangen wir an? Keine Ahnung. Ist alles nicht wirklich vertrauenserweckend. Und diese Sounds sind jetzt echt übel. Oh. Lüften Ventilator. Wozu? Ausschalten, ja. Was ist das? Oh. Die leben wohl nicht mehr. Zettel. Kann ich mir ausstellen? Ja, okay. Ja, ohne Lampe ist besser. So, September 67. Ich wünschte, die Dinge, die ich gehört habe, wären eine Lüge. Aber es scheint so, dass sie es nicht sind. Ich bin nicht alt genug, um mit solchen Dingen umzugehen, Roberto. Ich habe dich nicht am Zug gelassen. Ich habe dich nicht am Zug gelassen dafür, dass du absurde Dinge tust. Ein Initiationsritual? Es sieht so aus, als ob du das in ein Geschäft umwandelst, dieses Geld der Leute zu nehmen. Und
damit sie mit Querings, weiß ich nicht, also sie halt zu behandeln aufgrund seines kranken Verstandes. Bitte erinnere dich die Schönheit des Aufstiegs und warum wir damit angefangen haben. Claudia. Okay, aber Claudia ist ja wohl nicht mehr unter uns, so wie ich das richtig verstanden habe, oder? Gut, gehen wir mal hier rein. Oh. Wer ist denn da? Also entweder gestorben oder Kaki. Gestorben oder Kaki, ich weiß es nicht. Louis hat mich da gefragt, dir zu schreiben. Nachdem du nicht nach ein paar Wochen zurück warst. Es wird immer schwieriger, ein Auge auf die Offended, auf die Einzelnen zu haben. Einer von ihnen kam, wo ist fast entkommen, letzte Nacht, weil die Treppen nicht beobachtet wurden. Und das hat mich daran gebracht, nachzudenken. Diese Woche werden wir einige der Klassenräume... wir werden einige der Klassentische aufeinander stellen bei den Stufen, damit hier niemand mehr rauskommt. Es geht dann nur noch über den Fahrstuhl. Ich glaube, über diesen Weg können wir sicherstellen, dass niemand mehr wegrennt. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Okay. Kann es sein, dass es gerade irgendwie immer schlimmer wird hier? Was ist das hier? Ein Stuhl? Ich will mich nicht setzen. Was ist das? Oh, ich kann nichts machen. Was ist denn das? The Devil's Eye oder... Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Es kommt dichter, es kommt dichter. Ich hab Schiss, dass irgendwas passiert. Ausführliches Englisch. Da ist ein Fernseher an. Scheiße, der war vorher noch nicht da. Achso, ich kann die Tür schließen. Okay. Warum ist dieser Fernseher jetzt da? Wer hat den aufgebaut? Nein, du brauchst nicht klopfen, weil ihr habt mich hier reingesteckt. Was soll denn der Schwachsinn? Ich würde gern hier raus. Ich war das übrigens nicht mit der Matratze hier, ne? Was klopfst du denn? Sag mal. Oder habe ich mich selber verbarrikadiert? Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich hier eingesperrt habe. Weil da jemand hinter mir hergerannt ist. Nein! Hier ist niemand. Ich habe mich verbarrikadiert, das ist es. Nein, es ist niemand. Oh, jetzt haben sie mich wohl doch erwischt. Niedergeschlagen. Kann ich jetzt aufstehen, bitte? Ach du Scheiße. Wo bin ich jetzt?
Zivilisation. Bitte erinnert euch, dass ihr alle für einen ganz speziellen, aus einem ganz speziellen Grund hier seid. Egal, ob ihr auserwählt seid oder nicht. Ich habe alle Briefe gelesen. Und ich kann euch versichern, dass ich es verstehe. Als 1932 der Mond das erste Mal erschien und dann verschiedene Male bis 1965, wo der Aufstieg noch einmal war. Ich dachte, ich würde genommen werden, aber es war nicht so. Ich überlegte, warum sie, die kaum von der Existenz des Aufstiegs wussten, genommen wurden. Wie auch immer. Ich weiß, meine Zeit wird kommen. Und deine auch. Wir wissen nicht wann, aber ich bin mir sicher, dass der nächste Aufstieg 1998 stattfinden wird. Alles zeigt darauf, dass er zurückkommen wird. Darum frage ich euch, oder rate ich an, euren Glauben zu behalten. Oh mein Gott. Ja, look at the moon. Wo soll ich mir denn den Mond angucken? Hier ist ja alles zu. Oh, kann ich das mal ausschalten, bitte? Danke, es reicht. Soll ich mir den Mond angucken? Ja, dann mach mal hier auf die Gardinen. Von drinnen können sie rauskicken. Was war das? Ich habe keine Taschenlampe mehr, die haben sie mir weggenommen. Look at the moon. Ja, würde ich ja gerne. Kann ich aber nicht, weil ihr alle zugemacht habt. Die Gardinen scheinen aus... die sind aus Stein. Kann ich beiseite schieben, das Betongardinen. Wo soll ich denn hin? Hier ist eine Tür offen. Die war vorhin zu. Das ist der Mond. Ach du Scheiße. Da ist der Mond, der rote. Und ihr wollt jetzt aufsteigen, oder wie? Oh. Nein! Was haben sie getan? Eine halbe Stunde nach Mitternacht. Die wollen jetzt aufsteigen, oder was? Was ist mit mir? Ich bleib hier liegen, oder wie? Oh. Kein Wunder, dass du irre wirst dabei. Und ich will dieses Lied. Oh, ich fange an zu schweben. Das ist jetzt der Aufstieg. Kommst du, kannst kurz levitieren, danach ist es vorbei. Building 71 Incident. Oh, das war's. Okay. Aber, okay. Das war kein schlechtes Spiel. Teilnehmen an der Umfrage, um. Okay, um mir weiterzuhelfen. Okay, gerne. Ja, das war The Builder 71 Incident bei Scary Cube. Das war gut. Ich habe schon wieder schlecht gespielt. Das ist umsonst bei Itch.io. Es
macht eine extrem gute oder stellt eine extrem gute Atmosphäre da, muss man mal sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ja, damit will ich mich von euch verabschieden. Ihr habt euer Sonntagsvideo, Gott sei Dank, Halleluja. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Und nicht vergessen zu abonnieren. Bis dann.